Ein zeitloses Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind zwei der wichtigsten Attribute, die Kawasaki bei der Z650 RS verfolgt hat. Wie gut sie das erreicht haben, wollen wir uns in diesem Video anschauen. Zudem gibt es ein paar Hard Facts und wir werden zum Schluss natürlich unser Fazit ziehen. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier bei Helmexpress begrüßen. Vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Video. Heute mit einem kleinen Motorrad-Review ist ja nicht ganz unser Standard-Content, deswegen macht es umso mehr Spaß, auch mit zwei Perspektiven. Wir werden natürlich immer mal wieder das ein oder andere noch einblenden. Ja, dreierlei Teile in diesem Video, nämlich einmal kurz die Hard Facts. Ich fasse die Zahlen ganz, ganz knapp zusammen für euch, also macht euch da keine Sorgen. Dann gehen wir einmal gemeinsam POV drum zu, also wir schauen uns gemeinsam das Motorrad einmal in Gänze an. Ich weiß nicht, ob das bei Tests so üblich ist, wir machen das jetzt einfach mal so. Und zum Schluss gibt es mein persönliches Fazit zur Kawasaki Z650. Das Ganze ist zur Verfügung gestellt worden von Kawasaki Deutschland. Die haben uns das Ganze also unentgeltlich für 3 Wochen ausgeliehen. Wir werden natürlich für die Tests in keiner Form bezahlt sonst. Ich verlinke euch alle Zahlen, Daten, Fakten auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber mal das Wesentliche in Kürze. Wir haben hier einen reinen Zweizylinder mit 50,2 kW, 68 PS. Das Ganze kommt aus 649 Kubikzentimetern. Damit ist dieses Motorrad natürlich auch wunderbar A2-konform, kann also auf 48 PS gedrosselt werden. Wir haben ABS, wir haben einen Bordcomputer, wir haben ein fahrfertiges Gewicht von 187 Kilogramm und einen Verbrauch von angegebenen 4,4 bzw. 4,3 Litern, je nachdem, wo man schaut. Tatsächlich in der Praxis sind wir sie jetzt mit 4,2 Litern nur gefahren. Damit kommt man mit einem 12-Liter-Tank also ziemlich weit. In der Praxis sind wir jetzt mit dem ersten Tank ca. 200 Kilometer gefahren. Dann war nur noch ein Balken zu sehen und wir haben mal lieber die Tankstelle angesteuert. Grundsätzlich geht da aber mit Sicherheit mehr. Die Sitzhöhe liegt bei diesem Motorrad bei 82 cm und, das habe ich eben gar nicht erwähnt, wir haben selbstverständlich 6 Gänge. Wir haben 2 Bremsscheiben vorne, auch mit einem Doppelkolbensattel und ein Kolben und eine Bremsscheibe hinten. Das Ganze verzögert dann die 17 Zoll Gussräder, die in dieser Form in Gold kommen, die aber natürlich immer farblich passen zum jeweiligen Dekor. Apropos Dekore, es gibt aktuell dieses wunderschöne Rot, was mir persönlich sehr gut gefällt. Es gibt auch nochmal Schwarz-Silber, auch sehr schön, oder klassisch Schwarz. Das sind die 3 Varianten, die aktuell verfügbar sind. Bei vorherigen Modelljahrgängen gibt es auch nochmal farblich andere Varianten. Also es gibt auch was mit ein bisschen mehr Kawasaki-Grün. Der Neupreis liegt inklusive Überführung bei 8.545 Euro für Deutschland. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Jetzt sind wir auf die Handkamera gewechselt und schauen uns das Motorrad einmal gemeinsam an. Die Front wird natürlich durch den Rundscheinwerfer geprägt. In Kombination mit dem aus 2 Elementen bestehenden Tacho haben wir hier von vorne eine sehr klassische Optik. Natürlich lässt der LED-Scheinwerfer irgendwo darauf schließen, dass wir hier ein modernes Motorrad haben. Die rote Farbvariation gefällt mir persönlich sehr gut, aber insgesamt, wie anfangs erwähnt, haben wir hier dreierlei zur Auswahl im Modelljahr 2024. Einmal die Seitenansicht für euch und wir gehen einmal runter und sehen hier den Auspuff, den wir so auch aus der normalen Z650 kennen. Hier hinten einmal die eine Bremsscheibe mit einem Einkolben-Sattel und vorne in doppelter Ausführung. Dann haben wir ein schönes klassisches Heck. Hier haben wir den Sattel. Und jetzt geht es einmal zum Tacho. Hier haben wir nämlich auf der linken Seite den Tacho, auf der rechten Seite haben wir die Drehzahl und wir haben einmal Füllstandanzeige vom Tank, wir haben hier einmal das Kühlwasser, wir haben eine Ganganzeige, die Uhrzeit und hier unten nochmal den Bordcomputer. Den können wir hier jetzt einstellen und ich drücke einmal. Das ist Trip A, Trip B, aktuellen Verbrauch, wir haben den Durchschnittsverbrauch 4,2 Liter. Wir haben eine aktuelle Reichweite, die kann auch nicht angezeigt werden und eine Gesamtlaufleistung in diesem Fall von 594 Kilometern. Und das war es noch nicht ganz, denn wir können hier auch die Traktionskontrolle nochmal einstellen und zwar über Select war das, glaube ich. Hier können Sie nämlich abschalten. Zack und andersrum können wir sie einschalten und auch mal auf eine zweite Stufe schalten. Wir belassen sie bei 1, das gefällt mir gut und drücken hier Select und so ist es schon wieder eingestellt. Sonst, ja. Abblendlicht, Fernlicht, ganz normale Bedienung, links, rechts, Blinken, Hupe und sogar eine, zack, Warnblinkanlage haben wir, sonst hier Killswitch und den Starter.
kommen wir jetzt zu unserem Erfahrungsbericht bzw. zum Fazit zur Z650 RS. Das erste, was mir positiv aufgefallen ist, ist die aufrechte Sitzposition. Mit dem bequemen Sattel und dem hohen Lenker können wir damit auf jeden Fall lange Touren fahren. Dazu passend der 12-Liter-Tank. Bei guten 4 Litern Verbrauch haben wir hier auf jeden Fall mal eine realistische Reichweite von um und bei 250 Kilometern. Und da sitzt man auf dem Sattel wirklich sehr komfortabel. Er ist relativ breit und vor allen Dingen ist er gummiert, sodass wirklich kein Rutschen, zumindest bei mir nicht, entstanden ist. Was mir auch aufgefallen ist, mit 82 cm Sitzhöhe ist es nicht unbedingt das niedrigste A2-Motor. Gerade in Kombination mit dem ab einem gewissen Punkt zumindest relativ breiten Sattel sollten Personen unter 1,70 Meter auf jeden Fall mal Probe sitzen und gegebenenfalls darüber nachdenken, das Motorrad doch tiefer zu legen. Aber ab 1,70 Meter bist du auf jeden Fall safe. Was mir dann aufgefallen ist, sind die relativ hohen Spiegel. Sofern man mal drauf gesessen hat, weiß man aber auch, warum die so hoch sind und dass sie einem einen wirklich guten Blick nach hinten raus ermöglichen. Alles, was man hier verändern würde, wäre am Ende des Tages, glaube ich, eine Verschlimmbesserung. Deswegen würden sie bei mir auf jeden Fall dranbleiben. Wenn wir jetzt hier vorne mal bleiben, dann ist mir aufgefallen, dass bei ungünstiger Lichteinstrahlung die Chromringe so ein bisschen zur Reflexion neigen. Also es könnte so ein bisschen nerven. Deswegen, wenn sie bei mir bliebe, würden wahrscheinlich diese Ringe, genauso wie der Ring um den Scheinwerfer, schwarz werden. Aber das ist natürlich persönlicher Geschmack. Da bin ich einfach ein Chrombanause. Was mir gut gefallen hat, ist der Tacho bzw. der Bordcomputer, der alle Funktionen mitbringt, die wir brauchen, aber auch eben nicht zu viel. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. Das ist aber natürlich zu verschmerzen. Was ich nicht gebraucht hätte, ist dieses Eco-Symbol, was aufleuchtet, wenn man im Gleitbetrieb ist. Aber vielleicht ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben. Auf jeden Fall ist es Kawasaki gelungen, das so zu positionieren, dass es null nervt. Die klassische Optik, die an die Motorräder der 70er und 80er Jahre angelehnt ist, die ist Kawasaki hiermit gelungen. Wo man natürlich sieht, dass es ein aktuelles Motorrad ist, ist bei der LED-Beleuchtung hier vorne und auch die Gestaltung des Auspuffs ist mit Sicherheit nicht ganz zeitgerecht. Da sieht man dann doch, zumindest mit einem geschulten Auge, dass es ein modernes Motorrad ist. Ich persönlich finde es aber sogar gut, dass man so kleine moderne Highlights hat. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, dass eben der Scheinwerfer ordentlich hell ist, aber auch der Auspuff. Natürlich ist es irgendwo, weil es die direkte Schwester zur normalen Z650 ist. Aber auch hier finde ich es persönlich stimmig. Was ich auch sehr stimmig finde, ist der Road Sport 2 von Dunlop, der hier als Serienbereifung auf unserem Motorrad drauf war und hoffentlich auch serienmäßig auf allen Z650 drauf ist, denn der performt hier wirklich gut. Er vermittelt ein absolut sicheres Gefühl und zur kompletten Auslegung des Motorrads passt dieser Reifen sehr, sehr gut. Die Leistungsentfaltung des Zweizylinders hat mir wirklich zugesagt und anders als viele andere Motorradtester, so würde ich mich gar nicht bezeichnen, muss ich wirklich sagen, hat das für mich, weil ich eben nicht so oft andere Motorräder fahre, nochmal zu einem Umdenken geführt. Denn ich würde sagen, 68 PS sind genug. Und zwar nicht nur für Fahranfänger, sondern auch für fortgeschrittene und erfahrene Fahrer. Deswegen, also ich bin sehr, sehr happy mit der Motorisierung. Ich vermisse hier also nicht mehr Leistung. Was ich auch nicht vermisse, ist eine andere Bremse, denn die beißt vorne richtig gut zu. Die ist aber auch sehr gut dosierbar. Was beim Fahren auf schlechten Straßen auffällt, ist, dass das Fahrwerk irgendwann die gröberen Schläge nicht mehr abfedern kann und zum Fahrer oder zur Fahrerin weiterleitet. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber hat für mich nie ein unsicheres Gefühl ausgelöst. Alles in allem halte ich die Z650 RS für ein wirklich sehr gelungenes Gesamtpaket. Die Leistung stimmt. Mit dem Fahrwerk kann man mehr als leben. Wir haben einen Tacho, der alles mitbringt, was wir wirklich brauchen. Wir haben ABS selbstverständlich drin. Das Ganze ist Euro 5 Plus konform und klingt trotzdem ganz gut. Und auch der Preis, der stimmt. Für mich persönlich gibt es also keinerlei Punkte, die wirklich vom Kauf abschrecken könnten. Und wer einen modernen Klassiker sucht, der wird bei der Z650 auf jeden Fall fündig. Ich bin froh, dass ich so noch ein paar Tage fahren darf und wünsche euch jetzt noch eine schöne Saison. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein Video anschauen und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. Bis dahin, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao.